Hallo. Ich habe euch angelogen, wir machen erstmal was anderes. Was gibt's noch? Haben wir Drag and Drop schon? Ich hoffe. Nee, 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 bitte nicht. Was war das? Was machen wir? Ich habe keinen Bock auf die. Ich habe keine Lust auf 101%. Mach mir einfach 171 oder so. Oh. Ah ja, was ging das nochmal? Pilze zerstören, höchste kombinierte Punktzahl gewinnt, verstehe ich nicht. Die höchste kombinierte Punktzahl gewinnt, was? Ja, Verstehe ich von nicht. uns beiden zusammen, Ah, okay. glaube ich. Ja. Pilze treffen, Rückhalt für eine Druckwelle, ja. Power-Ups, schnell rennen und Powerschub. Pilze. Und wenn sie wackeln, geben sie mehr Punkte, genau. Kann, geht's auch mit einem Analogstick? Ja, ah, geil. Nee, lieber nicht. Oh cool, das ist ein Item. Bitte? Ach so. So geht das. Wirklich cool. Fresh. Da konnte ich leider nicht warten. Aber das ist immer gut, wenn man bei Goldpilzen warten kann. Oh, der Druckwelle ist cool. Danke, Cortex, für nichts. Treff die Kiste nicht. Geh doch weg von mir, geh doch weg von mir! Ich hatte ein Item. Ich auch. Gewonnen. Aber wenn es gerade nicht so angehört Oh. hat. Oh mein Gott. 2. Eins, los. Dann bitte nicht dahin gehen, wo ich hingehe, Quest. Was ein Pilz? Blablabla. Aua. Da gibt mir eine Kiste. Nur die getroffen ist. Das ist alles gut. Alles gut. Ich mach Spaß, bin ich. Jo. Ich war ich find, ich find, aber ich finde Kekkaboom cooler, tatsächlich. Oh nein, guck, Cortex hat mir den Goldpilz weggeschnappt. Wie bei Mario. Ja, gewonnen. Gut. Diesmal mit mehr Vorsprung diesmal. Und man kann echt besser spielen als das, was ich gerade eben abgeliefert habe. Also voll gut. Danke. Ja, ich nehme mal hier die Pilze. Sag mal, fangt ihr nicht an zu wackeln, was ist da los? Ich brauche. Das wackeln dort echt lange. Mann, guck. Ach, nein, es gibt Cortex. Wo bin ich? Ich bin hier. Das ist Kobo. Danke.
Wollen wir schon Punkte sammeln? Für die Schuhe, also mit den Schuhen kann man natürlich schnell laufen, aber das Aussortieren ist dann auch schwieriger. Dann nimm die Kiste links. Dann kommt immer was. Mal schön kaputt machen. Das ne, ja, holst du den? Sehr gut. Dann schlag doch mal die Kiste, den Kiste. Nee, 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 nee. Sehr knapp gewonnen haben, ja. Bestimmt sehr knapp verloren. Boah, Mann, Leute, ernsthaft? Das war die letzte Runde. Oh mein Gott, das kommt auf Thumbnail. Jetzt mal richtig. Das passt dieses Spiel. Das aber Leute. Ein gutes Sinnbild auf jeden Fall. Ich freue mich eigentlich, dass wir es jetzt nochmal spielen können, weil es macht schon Spaß. Mit der Motivation. Gleichstand. Versagt. Da gibt es ja viele, die sind fairer. Kann man wirklich unentschieden sagen, was auch ein Verlust wäre, aber trotzdem. Das Videogame, ey. Ey. Weggeschnappt, Bastard. Gut, ich wollte nicht gedrückt halten. Was war das denn? Oh, den habe ich. Geh weg. Gutes Teamplay auf jeden Fall. Was tue ich? Ich bin eine Zahnbürste hier in der Hand. Hey, hey. Cortex, hey, hey. Also die Druckwellen sind auch ganz cool. Ja. Da ist ein Pilz oben. Ich arbeite dran. Aber es ist spät. Auf jeden Fall gut gemacht. Hallo! Gut, dadurch, dass ich einmal daneben gehauen habe, habe ich 5 Punkte gekriegt. Hey. Sehr gut. Danke fürs Kaputthauen. Cortex hat Power-Up bekommen. Ich bin hier und warte. Kam nichts Neues dazu, schade. Sehr gut. Wow, echt? War schon mal gut, erste Runde. Ist immer sehr knapp, ist immer sehr knapp. Aber knapp, nicht so knapp wie die letzten drei Male. Vor allem das letzte Mal. Oh mein Gott, was kommt direkt. Oh. Wenn du Druckwelle hast, warte vielleicht ein bisschen. Dann, ja. Dann kannst du ein bisschen erstmal Punkte sammeln und dann kommen, wenn noch mehr kommen, triffst halt alle auf dem einmal. Komm, oder was kommen könnte. Da oben ist ein Goldpilz, verdammt. Ja, verdammt. Oh Mann. Spannendes Kommentar hier an dieser Stelle. Sehr gut, da ist ein Pilz für dich. Ich bin gerade ein bisschen betrunken. Danke, Cortex. Ich habe gerade Angst, dass ich nicht treffe. Okay, ich habe getroffen. Sehr gut. Sehr, sehr deutlich, Köln nicht mal Traitor. Und das wieder unentschieden. Boah, war das blöd, ey. Echt.
Ich habe so gesehen, okay, wir haben gewonnen, dann haben wir Punkte gemacht und Gleichstand. Einfach alles kaputt hauen. Hab ich vor. Sehr gut. So, ein Item, das nehme ich direkt mal. Was ist ein Pilz unten rechts? Wird das 10 Punkte als andere 10 Punkte? Oh, das ist eine Druckwelle. Druckwelle ist immer sehr gut. Was ist ein Pilz? Nimm ihn dir. Du bist besser mit goldenen Pilzen als ich. Du meinst. Du bist halt der Rennspielexperte hier. Deswegen haben wir das auch gerade geschafft. Das Rennspiel? Ne? Ja, ich glaube. Das haben wir geschafft. Vor allem mit deinen Punkten. Hab ich gern gemacht. Da oben ist ein Goldpilz, nehmen wir ihn dir. Ah, hat schon 15 gemacht, geil. So. Was war das denn? Ja, super. Sehr gut. Sehr deutlich, das ist doch. Hat Spaß gemacht. Ja, easy. Auf diese Juwelen werfen habe ich aber trotzdem keinen Bock. Speichern auf jeden Fall. Dann können wir in der Folge vielleicht noch was schaffen. 170% knacken wir noch. Wie haben wir denn jetzt? Haben wir die jetzt nicht gerade bekommen? Haben wir nicht 1468 oder so? Das hatten wir gerade eben. Oh, geil. Dann müssen wir jetzt 170 haben, weil die Gold- und Platin-Lichter, glaube ich, 2% geben. Geil. Okay, Let's Play ist vorbei. Noch 31%? Nein. Da fehlt uns auch noch das Platin-Relikt. Wobei das Platin-Relikt, da haben wir halt die Kackdinger dann immer. Komm, mach Platin. Also ihr könnt die Folge beenden jetzt. Aber auch hier, wir halten uns nicht zu lange drauf. Ah, wir haben Minen. Das machen die nochmal. Das sind, glaube ich, so Wasserminen. Schwer tiny. Warum tiny? Wir haben kein Schutzschild, ne? Doch. Warum sollten wir kein Schutzschild haben? Und man kann Minen legen. Wäre sehr dankbar dafür, wenn wir keine Schutzschilde hätten. Wie schon? Weil dann haben die Gegner auch keine. Sicher? Man kann auch nur eine Mine auf einmal legen. Das war ich. Das war Aufwärmung, ne? Die Bienen haben mich verwirrt. Ich fahre einfach in Tiny rein. Flashbacks. Von gestern. Wilde Zeit. Wie liegen wir Minen? Ah ja, so. Und Kreis. Danke, Tiny. Jetzt lass die nächste Mine. Direkt wieder eine bei den Gegnern legen, wenn er tot ist. Oder wenn du tot bist. Aber die Minen sind, glaube ich, das Beste, was wir haben. Weil Tiny ist in zwei reingefahren von meinen. Okay. Bloß ein Schutzschild, Mensch! Schieß bitte nicht auf Tiny. Wir sind ja nicht beim Edelstein. Das ist toll. Ich bin in meine eigene Mine gefahren. Da liegt ein neuer. Doch nicht da. Mein Gott. Ich werde mir gerade jetzt gleich erst nichts reißen, dann machen wir erstmal weiter. Macht Tiny. Tiny. So, den Rest musst du machen. Du hast noch eine Mine? Wobei, hast du nicht. Also, leider muss erstmal kaputt gehen. Schade eigentlich, damit ich einfach alle direkt spammen kann. Doch, quer für eine Mine.
fuck? Was steht? Okay, die Mine. Los, Mine in Tiny. Mann, nicht in meine eigene Mine reinfahren. Ich fahr lieber in deine rein. Da sehe ich mich gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Okay. Oh. Oh, die Spiele sind einfach nur noch kacke, ey. Nur noch die schlimmste Scheiße. Das Goldtrick haben wir ja geschafft. Ich glaube, die Minen muss man halt irgendwie nochmal umgehen lernen, haben wir halt einfach verlernt. Kekkaboom ist toll, das machen wir. Ach, dann finden wir uns das nochmal. Wir haben Goldtrick gestern geholt. Ja, gut. Ja. Die Taktik haben wir da ja drauf. Oh mein Gott. Narrative Loops. Wie war die Steuerung? Was sind die narrativen Loops? Ich sehe sie gar nicht. Ach da. Ja. Viereck, ne? 2, 1, los! Nur ein paar Punkte machen, dann passt das schon. Oh fuck. Boah, ich bin gerade die Scheiße. Du hast ein Item, cool. Boah, ich bin richtig Gülle. Ne, läuft gerade auch bei mir lang. Könnt mal Kisten bei mir so kommen, vielleicht? Danke. Du warst mal so gut. Gestern warst du so gut. Ja, keine Ahnung, was los ist. Ich mach's keinen Spaß mehr, wenn mein Partner schlecht ist. Oh, seine Gülle ist so lang. Ich würde gleich mal probieren, ob man auch in der Combo die Power-Up benutzen kann. Knapp. Wir waren beide schlechter als die anderen beiden. Jetzt bitte richtig, ja? Guck mal, schon viel besser. Aber mir nimmt ein Crash gefühlt alles weg oder ich ihm. Ich bin hier. Du bist Coco. Ich bin Coco, ja. Und Power Up. Jetzt hab ich Power Up gut eingesetzt in einer Combo. Hey, meine Flamme ist weg. Was da passiert ist? Boom. Mein Schlauch ist lang. Aber kann man verstehen bleiben, dann wird der Schlauch wieder kurz. Da hat ein Item, das möchte ich. Flamme ist schon wieder aus. Fuck. Passiert. Aber die Gegner machen auf jeden Fall häufiger die Combo unterbrechen. Wieder? Hä? Ich weiß. Vielleicht laufen Gegner dort durch deinen Strahl oder so. Segel. Das ist ein Item. Dankeschön. Boah, mein Alter wird getötet. Wenn ich bitten darf. So. Du hast doch kein Feuer, sehr gut. Hast du gesehen? Du auf den Tickets wieder noch nicht. Oh, kein Feuer. Du hast ein Power-Up. Ja, und setzt es ein. Und das Feuer ist weg. Keine Ahnung, wie wir stehen. Ich gucke mir auf die Punkte. Das ist besser so. Und wir haben gewonnen. Du gewinnst. Zumindest den Silberpokal. Den ersten von 3, die wir benötigen. 3. 2, 1, los! Ärgerlich. Ah ne, ich hab doch Feuer gekriegt. Geil. Hallo! Kaputt.
Nibelfeder. Da unten links. Du hast kein Feuer. Mhm. Vortex Lever. Sehr gut. Da oben ist eine Kiste. Da muss einfach stehen bleiben, dann kommt die Lunte wieder ran. Hm. Power-Up links unten, was da eben jetzt hinkommt. Da unten ist eine Kiste, die zu der Cortex jetzt kommt. Ein Fast, besser gesagt. Danke, Quish. Ich mag die Flammen. Und ich mag das Mittelalter-Setting hier. Das hat was von Flash 3. Wie auch immer jetzt dazu kommt. Das ist ein cooles Spiel. So, Feuer nochmal auffrischen. Perfekt. Ja, jetzt bist du wieder in deiner Form. Du gewinnst. Muss noch ein drittes Mal. Ich versuch's. Dann haben wir nochmal weitere 2%. Oh, 6, 8, 9 fast. 3, 2, 1, los! Nochmal. Warum habe ich kein Feuer? Ist jemand durch meinen Strahl gelaufen? Oh, ein goldenes Fass. Ah, ein bisschen Pech mit den Fässern. Kommt gar nicht so geil. Ich hab grad auf jeden Fall ein goldenes bekommen, das ist schon mal gut. Das ist tatsächlich. Vielleicht kannst du bitte aufhören, dass wir auf Straße laufen. Vielleicht ekelhaft, hat Rillaru gesagt. Ein Item, nun setzt es da direkt ein. Hier nochmal, Crash kriegt ein goldenes Fass. Okay, hoffe ich. Setzt es ein direkt? Oh, goldenes Fass, sehr gut. Punkte rausholen. Bin ich gerade durch den Strahl gelaufen von irgendjemandem. Oh mein Gott. Aber jetzt hilft es halt echt, durch die Strähle von den anderen Leuten zu laufen. Wahrscheinlich laufen wir immer gegen unsere Strähle, um es mitzubekommen. So wie halt in echt. Noch ein goldenes Fass, sehr gut. Golden Holz ist ja eine. Oh, das ist ein Fass. Fass trifft das ganz gut. Also haben wir gewonnen, sehr gut. Diesmal war es sogar besser als du. Haben wir 6 auf 9? Bitte 6 auf 9. Und enttäuschend. Geilo. Und wir schaffen hier noch was in der Folge. Den Energiekristall. Langen Weg nehmen. Ja. Weil war der lecker, ich weiß es nicht. 172%. Komm immer näher. Und trotzdem, wir müssen hier erreichen. Ja, mach doch. Na, ist lang noch, okay. Na gut. Ich hatte versprochen, dass wir diese Folge noch machen. Drei Runden gegen unsere Lieblinge. Hm. Hier kommen nur die Brocken raus und springen kann man nicht mehr. Ja, bin ich angenehm. Na, ist weniger auf das Achten. Ah, jetzt kann man wieder Leute abballern, das finde ich eigentlich uncool. Ich war dumm. Hey. Die alle sind vorne. Okay, ich blockiere jetzt. Irgendwie. Ah, Gott, was war das? Okay, sehr gut. Du bist vorne. Jetzt nicht mehr. Toll.
Okay, es war die Testrunde, das ist okay. Los. Wo ist ein Coco? Und was hat bisher gut geklappt? Ohne das zu wissen. Ich wurde abgeballert. Oh. Das war ich. Glaube ich. Ja, genau. Ich setze mir gleich auf. Wir fahren hier in so Bälle rein. Wäre ganz cool. Dankeschön. Und Coco. Oh, du bist vorne. Abballern. Oh, der ist auch noch scheiße, der ist schon am Ziel. War die zweite Testrunde, war die Generalprobe. Haben wir die Generalprobe nicht? Läuft, dann wird das Stück gut, genau. Okay, dein Turn jetzt mal. Was tue ich gerade? Grinde irgendwie ein bisschen. Da macht er nichts, ne? Sorry. Ich hätte eigentlich auf Koala Kong gezielt, aber du weißt ja, Frauen und Waffen ist nicht so gut. Ja, kenn ich. Ich bin Tingo da jetzt vorne. Danke. Ich bin direkt nochmal gebumst. Gut gemacht, Tingo. Ich bin natürlich gerade ganz gut bewaffnet, würde ich behaupten. Ja. Was machst du da? Wollte den bumsen, aber irgendwie war ich zu spät. Okay, Pokal 1. Du fährst wieder und ich halt auf. Du kannst es besser. Meistens, aber nicht immer. Ist doch der Crash Team Racing, Bro. Total. Das ist doch kein Crash Team Racing, hier muss man ja nicht driften. Hier muss man nur richtig boosten. Richtig boosten muss gelernt sein. Unsere gute WhatsApp-Gruppe. Oh Gott. Komm in die Gruppe. Oh, ich bin vorne. Ich war vorne. Ich bin vorne wieder, aber Dingo da ist vor mir. Dingo go. Und Drillaro auch vor mir. Koala gucken. Mein Gott. Einmal beide bumsen, dankeschön. Ich versuch's, aber die bumsen mich. Danke. Das ist ein Witz, ey. Gibt's ja nicht mal Mühe. Mich nicht zu treffen. Oh mein Gott, hallo Coco. Oh, Coco! Ich bin nicht mehr konzentriert, ey. Komm. Kannst drei drücken? Nee, geht nicht. Gut. Okay. Letzter Versuch für die Folge. Los! Na komm, Coco, einfach Coco, einfach deine 10 Runden fahren, so, einfach nur 10 Runden fahren, so nicht mehr. Bälle ist abgeballert, glaube ich. Dann Coco! Ich hab falsch geboostet, das ist meine Fehler gewesen, die ist komplett ein! Oh mein Gott. Okay, Dingo, da ist verwirrt. Aber Rillaru leider nicht. Ups. Ja. Okay. Was bleibt noch übrig? Kuba-Prom 4 waren, glaube ich, noch ein paar Sachen. Die man machen könnte. Schauen wir uns das an und ja, vielleicht sehen wir demnächst schon den Endboss nochmal. Damit wir das schon mal abgehakt haben. Aber in der nächsten Folge. Tschüss.